Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Origins. So, schauen wir mal hier noch ein bisschen. Wir müssen, glaube ich, hier tatsächlich noch bleiben. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Genau, vielleicht können wir dich doch noch ein bisschen intensiver. Jemand hat ihn erschossen. Aber wer? Die flache Flugbahn der Kugel weist auf einen Schützen von etwa Pinguins Größe hin. Mhm. Aber die Rillen im Boden legen nahe, dass sich der Schütze in einem Stuhl zurückgelehnt hat. Okay. Diese Kugel stammt aus einem Revolver. Die ballistische Analyse deutet auf eine flache Flugbahn hin. Der Schütze hat in etwa die Größe des Pinguins. Doch den Schießpulverrückständen zufolge wurde die Kugel von einem auf dem Boden liegenden Schützen abgefeuert. Diese Fingerabdrücke sind die des Pinguins, aber sie sind oberhalb des Rußes von dem Feuer. Die Cops haben recht. Der Pinguin war hier im Raum. Aber diese Abdrücke beweisen, dass er erst nach den Morden hier war. Wenn er Black Mass nicht getötet hat, wer dann? Das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, dass Tiffanys Mörder auf dem Boden lag. Aber wieso? Ja, um es halt auf den Pinguin zu lenken, würde ich sagen. Diese weißen Streifen hier sind Schuhcreme. Tiffanys Mörder wurde über den Boden geschleift. Außer den Opfern waren noch zwei weitere Leute hier. Tiffanys Mörder und wer auch immer ihn davongezerrt hat. Die Position, aus der das männliche Opfer erschossen wurde, verrät vielleicht mehr. Ah, da hinten? Diese DNA-Spuren passen zu keinem der beiden Opfer. Zu wem gehören sie? Der Kampf begann, als jemand den Schützen erschreckte. Schwer zu sagen, wer gewonnen hat. Es könnte jeder von beiden sein. Ich sollte mir die Beweislage nochmal ansehen. Vielleicht erfahre ich noch etwas über den Eindringling oder den Schützen. Mhm. So, der roten Spur. Hier eine rote Spur, da ist irgendwie was rot. Erstmal nichts mehr. Die haben wir soweit abgeschlossen. Vielleicht von draußen, ne? Da geht's aber erstmal nicht. Raus. Da haben wir jetzt eine rote Spur, alles klar. Laut der Gewebeanalyse trug der Eindringling einen weißen Anzug oder eine Sportjacke. Mit dieser Stoffprobe könnte ich den Eindringling identifizieren, aber ich weiß immer noch nichts über den Mörder des männlichen Opfers. Einen Bereich habe ich noch nicht untersucht. Da hinten also. Das ist die DNA des weiblichen Opfers. Der Oxidierung zufolge ist sie schon mehrere Tage dort. Wenn ich mir die Beweislage nochmal ansehe, finde ich vielleicht heraus, was sie tat, als sie angegriffen wurde. Mhm. Ja, diese Box ist es dann. Schrieb mehrere SMS an Roman Sionis über jemanden namens der Joker. Black Mask wurde umgebracht, aber das geschah schon vor mehreren Tagen und ich habe ihn heute Nacht noch gesehen. Alle meine Antworten werfen nur noch mehr Fragen auf. Wer ist der Joker? War er der Schütze hier oder ist er einer der Killer? Ich habe eine Leiche, unbekannten Schützen und einen Angreifer, der den Schützen überfiel. Ich muss die DNA-Proben mit der Nationalen Verbrecherkartei abgleichen, um herauszufinden, wer im Raum war. Alfred, ich brauche Zugriff auf die Nationale Verbrecherkartei. Nun, dafür müssten Sie wohl in das Gotham City Police Department einbrechen. Dann ist das mein nächstes Ziel.
Sir, dafür müssen Sie sich persönlich in die Server hacken. Wenn Sie so etwas Törichtes tun wollen, brauchen Sie eine starke, nicht tödliche Waffe. Ich rate Ihnen, den Erschütterungszünder hier abzuholen. Keine schlechte Idee. Okay. So, hätten wir das gelöst. Macht aber echt Spaß, also... Wie gesagt, sehr willkommene... Neue... Ja, hier drin. Neue Mechaniken. Raus müssen können wir nicht. Flupp. Dann holen wir uns mal noch neues Spielzeug ab. Dafür sind wir ja auch hier. Hi. Das war's jetzt mit euch. Das Blackgate-Gefängnis. Wo waren die? Da war die Betthöhle. Verziehen wir uns mal. Willkommen daheim, Sir. Der Erschütterungszünder liegt auf Ihrer Werkbank. Wenn Sie ihn statt Ihrer Fäuste nutzen, richten Sie bei diesen Polizeibeamten und Staatsdienern weniger bleibende Schäden an. Ist notiert. Ja? So, na, ich glaube, umziehen, wir haben da noch nichts Neues, großartig. Ach, da unten. So. Sehr schön, Niederschlagsexperte. Unten war ich auch noch gar nicht so ausführlich. Ob wir das alles noch nach und nach aufdecken können hier. Cool. Ich glaube eher weniger, tatsächlich. So, das Police Department ist, oh, da unten, noch kein Reisedings freigeschaltet ist. Aber gut, dann würde ich sagen, wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass wir hier ein bisschen Zeug kriegen. Ich glaube, das ging da noch gar nicht, oder? Es kann sein, dass mir da noch Sachen gefehlt haben zum Freischalten. Schauen wir mal nach. So, falsche Richtung. Diamond District. Schauen wir da vielleicht zuerst mal hin. Da jetzt was freischalten kann. Dass das Ding mal öffnen kann. Guten Tag.
Irgendjemand muss mich aufhalten! Da gibt's Ärger! Kommt schon! Abermals hallo. Du wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe. Ich denke folglich, dass unsere gemeinsame Zeit bald vorüber ist. Es war mir eine Freude, Batman. Aber alles hat einmal ein Ende. Ich weiß ja nicht. Schön, wir hatten unseren Spaß. Aber dieses Unterfangen wird langweilig. Okay. Ich dachte, hier ist noch irgendeine... Computer nicht verfügbar. Das heißt jetzt was? Da müsste ich wahrscheinlich erstmal hoch. Da ist wahrscheinlich irgend so ein Störsender. Geschlagen ist, ist der erste Schritt zur Besserung. Na, ich weiß ja nicht. So, wie kriege ich das denn da weg? Beziehungsweise, was stört denn überhaupt? Hätte. Ich will erstmal wissen, wie ich jetzt hier weiterkomme, beziehungsweise ich diesen einnehmen kann, diesen Turm einnehmen kann. Soweit nicht. Runter bitte. Ah. Mal, das ist nicht umsonst hier. Scheinbar doch. Ja, bitte. Ja, bisher schon. Das ist ja zuversichtlich. Und es hat sogar noch 5 Stufen Aufstieg gereicht. Sehr gut. Gut, die geben ja auch immer extra XP. So, was haben wir denn hier? Freeflow-Power-Ausrüstung. Das ist alles noch gesperrt. Hier könnte man noch was machen. Distanzerweiterung. Ah ne, das habe ich sogar schon. Okay. Gucken wir mal den Frequenzzünder. Dann geht es jetzt erstmal wieder nach oben. So.
Dankeschön. So, dann suchen wir mal den Stör. Ist da unten. Mir scheint. Kann ich denn hier irgendwas mit anfangen? Nö, oder? Also hier ist jetzt der irgendwas drin, was stört. Die Frage ist nur, wie komme ich da rein? Vielleicht hier mal irgendwie hier alles von Zeug wieder hingepackt. Gut, da muss ich dann erstmal raus. Überhaupt mal hinkommen. Ah, ich könnte von versuchen, darüber. Darf ich natürlich nicht. Ach Mann. Frech wie frech. So, warte mal, kann ich das Ding jetzt auch mal nutzen, um hier das abzuschalten? Nee, oder? Okay, gut, dann das erstmal noch unerreichbar. Kann ich damit was reißen? Nee. Ich könnte mich mal hier hochpacken. Auch alles soweit zu. Ja, reicht aber. Okay, leider ist die Tür zu. So einfach komme ich da dann leider nicht rein. Schade. Hier eine Möglichkeit runter zu gehen. Das bringt auch nichts. Ich habe glaube ich auch nichts, wo ich damit. Bring das mal weg. Interagieren kann ich nicht. Rauchbomben wird da nichts bringen. Das ist halt nur zum. Dann, ja, ich schätze, wir müssen das Ding irgendwie nach unten. Nach unten bringen. Und dann dahin. Okay, also, das wird nichts. Ich glaube, hier war aber auch noch irgendwas, was wir nicht so einfach uns schnappen könnten. Wir doch mal nach. So ein bisschen mehr Schnellreise ist natürlich auch nicht verkehrt. Willst du wohl gar nicht rüber? Interessant. Könnte ich jetzt hier gemütlich noch irgendwie hochziehen. Naja, dann außenrum. Nahkampfsituation. Na, so viel Nahkampf haben wir hier ja nicht. Possible.
So, gute Nacht, die Herren. Da scheint irgendwas zu sein. Wir müssen ja eh hier hin. Und die Tür ist wahrscheinlich verschlossen, oder? Oder halt nicht. Die sieht nicht so aus, als könnte man die nutzen. Vielleicht können wir hier noch ein Stück höher. Master Bruce, seit dem Mord an Loeb wurde die Sicherheit auf allen Wachen verschärft. Sie müssen einen Weg finden, unbemerkt hineinzukommen. Sonst schaffen sie es nie in den Serverraum. Mhm. Danke. Tja. Wie kommen wir da hoch? Ich denke, wir finden es in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir finden es in der nächsten Folge raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, ciao.